Da. So. Lang ist es her, dass wir Professor Layton und die Maske der Wunder gespielt haben. Lang ist es her. Elden Ring ist rausgekommen. Dinge sind passiert. Und mein Hirn hat sich, glaube ich, jetzt in der Zwischenzeit, wo wir Elden Ring gespielt haben, mindestens zu 100 Gehirnzellen zurückgewandelt. Und wir gehen rein und gucken mal, was mein Hirn noch so drauf hat in diesem Spiel. Ich glaube, nicht viel. Sieht man hier eine kleine Zusammenfassung? Perfekt. Die brauchen wir jetzt gerade auch. Ist schon länger her. Auf Emmys und Lukes Drängen hin berichtet der Professor von seinen früheren Erfahrungen mit der Maske des Chaos. Nachdem Herschel seinen Vater nach Hause gebracht hat, ist es an der Zeit, Randall zu besuchen. Randall. Gehe zu Randall nach Hause. Stimmt, wir sind jetzt ja gerade in der Vergangenheit, wo der liebe Professor Layton noch kein Professor war, sondern wo er an der Uni studiert hat. Ich weiß gar nicht, wo es wirklich zu Randall geht. Hier links? Oh, stimmt. Jetzt gerade muss der Bildschirm hier sein. Hallo, Herschel. Oh, Angela, hallo. Schön heute Abend, oder? Oh, ja. Oh, ja. Randall war ganz schön stürmisch heute, nicht wahr? Ja, wie immer. Da ist übrigens der Chat ein bisschen tief, aber... Und auch irgendwie bewundernswert. Wir denken einfach nicht drüber nach. Das stimmt. Aber manchmal übertreibt er es. Es ist gut, dass er dich hat. Du holst ihn immer wieder auf die Erde zurück. Aber bin ich denn nicht eine Last für ihn? Nein, überhaupt nicht. Wir sind doch für ihn da. Ja, er kann froh sein. Ich hab's gefixt. Schließlich hat er eine Freundin, die sich sehr um sein Wohlergehen sorgt. Und einen treuen Freund. Du passt doch auf ihn auf, Herschel, oder? Versprich mir das. Ja. Ich verspreche es dir. Süß. Was ist der Böse? Der hat aber ganz schön grimmig geguckt. Eieiei. So, wie ging das hier nochmal? Lupe? Ah, frische Luft, man sollte viel öfter rausgehen. Nein. Ich bin hier schon mal ausgerutscht, da muss man aufpassen. Da war ich pitschepatsche nass. Oh. Wie schön das Wasser mit im Mondschein glitzert. True. Ach, ich wünschte, es würde für immer so bleiben. Eine Hinweismünze. Oh. Noch ein Hinweismünze. So, gehen wir mal weiter. Gut, dann lass uns reinschleichen, wie immer. Ja, das wird das Beste sein. Wir wollen uns reinschleichen? Wie bitte? So, nicht so gut. Herschel, nein! Wenn wir durch den Forteingang gehen, dann sieht uns Sir Ascot vielleicht. Stimmt. Das letzte Mal war er nicht gerade begeistert, uns zu sehen. Ich mag gar nicht mehr daran denken. Komm, lass uns durchs Fenster klettern. Aber welches Fenster? Hallo? Das muss ja wohl ein erreichbares Fenster sein. Die klettern doch jetzt nicht durch den ersten Stock. Nee. Seid ihr blöd? Da kann man sterben! Dieses starke Efeu ist die perfekte Räuberleiter hoch zu Randalls Zimmer. Junge, nee! Aus gutem Grund. Es ist keine gute Idee, um diese Zeit durch die Haustür hineinzuspazieren. Es ist auch keine gute Idee, einfach Efeu hochzuklettern! Randalls Vater ist gar nicht so schlimm, er ist einfach nur sehr streng. Ja, du hast ja recht. Oh, Randall hat das Fenster ja noch gar nicht aufgemacht, wir müssen uns wohl bemerkbar machen. Klingt gut, du bist dran, Herschel, nur zu. Jedes Mal, wenn ein Rätsel kommt, habe ich Angst. Glöckchenschuss. Bringe die Glocke zum Läuten, um Randall auf dich aufmerksam zu machen. Lege fest, in welcher Reihenfolge die Schleudern die einzelnen Steine abfeuern sollen. Jeder Stein prallt genau einmal von der Wand bzw. von einem Objekt ab. Jedes getroffene Objekt zerbröselt sofort, ehe der nächste Schuss folgt. Katze von Mayan 321. Katze! Platziere die nummerierten Steine in den Schleudern. Sind die Schleudern mit Steinen geladen, berühre Antwort, um sie abzufeuern. Am Ende soll einer der Steine die Glocke zum Läuten bringen.
Okay. Und wir müssen quasi sagen, wann welche schießt. Okay, also die hier unten muss auf jeden Fall die letzte sein. Warum hat die denn... Ne, 3 muss die letzte sein. Glaube ich. Das muss, glaube ich, die letzte sein. Und wir müssen vorher es irgendwie schaffen. Der macht den kaputt. Der macht den gleichen kaputt. Die 3 macht den gleichen kaputt wie... Das ist ja Quatsch, dass die... Ne, die 4 macht den gleichen kaputt. Der macht den kaputt, der den. Bildschirm? Ne, aber das passt doch gerade, dass ihr seht, wo der hinfeuert, oder? Oder wollt ihr sehen, wie ich da unten drauf rumdrücke? Können wir auch machen. was macht der Erste gerade? Der Erste fliegt halt irgendwie voll kacke davon ab, glaube ich. Das kann man schlauer machen. Was ist, wenn der Erste der wäre? Wenn der Erste der wäre, dann macht der... Wir müssen... Kann es sein, dass die 4 viel früher kommen muss? Das sah an sich schon gar nicht so schlecht aus. Ha! Smart. Ich weiß ja nicht, aber... Oh, war das richtig? Ja, das war richtig. Klingeling, das war ein Volltreffer. Hoffentlich hat Randall es auch gehört. Und Schwarze. Das sollte er gehört haben. Sehr schön. Uff, hallo Randall. Wie wär's, wenn du das nächste Mal dein Fenster auflässt? Randy, wir sind noch nicht etwas zu spät dran, oder? Endlich! Ich warte seit einer Ewigkeit. Herschel, musstest du Angie etwa von fürchterlichen Gefahren beschützen? Es erübrigt sich zu erwähnen, dass Angela sich zu verteidigen weiß und natürlich hätte ich sie beschützt. Ach, war doch nur Spaß. Angie ist es ist der nicht ein wahrer Gentleman. Ein Gentleman mit einer Steinschleuder. Also was genau hast du zu uns zu erzählen? Das klingt wie eine Drohung. Ein Gentleman mit einer Steinschleuder, Junge. Genau, du wolltest uns doch was zeigen, oder? Gemach, meine Lieben, gemach. Ich spanne euch auch nicht länger auf die Folter. Obacht! Hm? Ist das die Maske des Chaos? Die Maske des Chaos? Die echte Maske des Chaos? Die einzig wahre. Jenes Artefakt, das Rutledge in seiner Geschichte der Frühzeit erwähnt, und ich habe es gefunden. Das ist doch eine Fälschung, oder? Es muss eine sein. Definitiv nicht, es ist das wahrhaftige Original. Laut Rutledge besagt die Legende, dass jener, der Herr der Maske ist, über alles verfügen kann, nachdem er verlangt. Das ist unglaublich, aber irgendwie auch etwas beunruhigend. Ha, das ist doch nur die Legende. Man soll nicht alles glauben, was man liest. Doch als ich die Maske näher inspizierte, machte ich eine überraschende Entdeckung. Etwas, das Rutledge entgangen war? Ja, all diese Gerüchte über sagenhafte Kräfte, da ist was dran, sage ich euch. Diese Maske birgt den Schlüssel zu unvorstellbarem Ruhm und Reichtum. Soll heißen, wenn ich ihr Rätsel löse, wird sie mich zum verlorenen Schatz einer frühzeitlichen Zivilisation führen. Was haltet ihr davon? Weckt das nicht auch euren Abenteuergeist? Nein. Angefangen damit, dass wir nicht mal wissen, ob das die echte Maske des Chaos ist. Wo hast du die überhaupt her? Exzellente Frage, liebster Herschel. Leicht war es nicht. Ich musste ein höllisch schwieriges Rätsel lösen, um an die Maske zu kommen. Ein Rätsel? Was für ein Rätsel? Frag doch nicht auch noch. Kurz herüber, bitte. Ich präsentiere...
Was ist das? Randall, was? So sieht das aus, wenn ich ein Rätsel mit Zahlen lösen muss in Layton. Wir waren nach Monte d'Or gereist, um das Geheimnis der Maske des Chaos zu lüften. Dort beobachteten wir ein grausiges Ereignis. Vor unseren Augen verwandelten sich Menschen in Stein. Wir trafen auf Angela Ledore, eine Freundin des Professors, und erfuhren Tragisches über seine Vergangenheit. Ich schlief nicht viel in jener Nacht, aber der Sonnenaufgang war atemberaubend. Sehr gut, das war's dann auch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in 4 Wochen wieder zum nächsten Part. Kapitel 3, Zwist in Monte d'Or. Was sind das denn für Vögel? Wie süß! Oh! Das bin ich, wenn ich morgens aufstehe. Oh Gott. Wie knuffig. Wo ist denn... Bereit für jedes Abenteuer. Sieht so aus, als ob da jemand mehr Schlaf braucht. Du kannst ja auch einfach hier bleiben, während der Professor und ich unsere Nachforschung vorantreiben. Was? Ohne mich? Oh, sehr witzig, Emmy. Jetzt bin ich aber wach und startklar. Genau das hatte ich damit beabsichtigt. Das war nicht lustig. Und jetzt los, wir müssen dem Professor helfen. Es wird Zeit, ihr beiden. Bevor wir uns auf den Weg machen, sollten wir die gestrigen Ereignisse resümieren. Wird gemacht. Also, wir sind auf Frau Ledors Bitte hin nach Monte d'Or gekommen. Sie sagte uns, dass eine finstere Gestalt, die sich der maskierte Gentleman nennt, die Stadt in Angst versetzt. Und wir haben ihn sogar selbst in Aktion erlebt. Gestern hat er Leute in Stein verwandelt. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Wer weiß, was passiert, wenn dieser Kriminelle nicht bald dingfest gemacht wird. In der Tat. Wir müssen dem maskierten Gentleman das Handwerk legen und den Frieden in Monte d'Or wiederherstellen. Aber dafür sollten wir erst herausfinden, wessen Antlitz sich hinter der Maske verbirgt. Die Polizei jedenfalls hat keinen blassen Schimmer, wer es sein könnte. Das habe ich zumindest während meiner gestrigen Nachforschung mitbekommen. Natürlich basieren meine Informationen nur auf Hörensagen. Wir sollten endlich Herrn Ledore dazu befragen. Ein ausgezeichneter Vorschlag. Jetzt wäre der beste Zeitpunkt, Henrys einen Besuch abzustatten. Also gehen wir zu den Ledores? Dann können wir auch gleich überprüfen, wo die Maske aufbewahrt wird. Oder aufbewahrt haben. Professor, vor Ihnen spiegelt sich Ihr Lieblingslehrling. Professor, vor Ihnen spiegelt sich Ihre Lieblingsassistentin. Oh, und wessen Liebling ist dann der fesche Gentleman im Spiegel? Im Westen erstreckt sich die Wüste, soweit das Auge reicht. Ein Wunder, dass man hier eine so blühende Stadt erbauen konnte. Oh, da hinten sind Zirkuszelte. Oh, ein alarmierender Wecker. Auch eine Hinweismünze? Ein Rätsel. Oh, welch schöne Überraschung. Ein verstecktes Rätsel. Ist das wirklich schön? Ist das eine schöne Überraschung? Ich weiß ja nicht. Oh Gott, nicht wieder die Hasen. Häschen färben 2. Die kleinen Spielzeugkaninchen können es kaum erwarten, in Aktion zu treten. Die Nager dürfen sich horizontal, diagonal oder vertikal überspringen. Dabei dürfen sie über mehrere Hasen gleichzeitig hüpfen und ein weißes, überhüpftes Kaninchen wird braun und umgekehrt. So. Und ich glaube, hier ist es tatsächlich, also sieht zwar cool aus, wie die da in 3D hopsen, aber hier ist, glaube ich, tatsächlich diese Ansicht cooler. Wenn man da genauer sehen kann, welche Hasen wie aussehen und so. Ja, jetzt kommt wieder dieses Problem, dass man... I see a problem. Ah! Boom! Na dann mal los! So, erledigt.
Easy. Ich finde, wir sollten auch hier jedes Mal ihn... Wie kann es sein, dass ich diese Musik nicht rübergezogen habe auf meinen Desktop? Einen ganz kurzen Moment, bitte. Ganz kurzen, wichtigen Moment, bitte. Sehr richtig. Das Spielbrett lässt sich sogar in nur 6 Zügen mit braunen Kaninchen bevölkern. Wie viele Züge hast du gebraucht? 2. Ich habe das in 2 gemacht. Du Blödmann. Dein Gehirn weiß noch was anderes außer Elden Ring? Ich tue mein Bestes. Sehr anspruchsvoll. So etwas fordert die grauen Zellen, nicht wahr? Ich habe 0,6 gebraucht, genau. Wie meinst du, das geht nicht? Hä? Was redest du da? Professor, die Dame da hinten, ist das nicht? Nein, obwohl... Oha, eine Bekannte von Ihnen, Emmy? Nein, nein, aber ich könnte schwören, ich habe diese Frau schon einmal gesehen. Screens, vollkommen korrekt. Ein frühlingsfrohes Affarbenfest, wie der Karneval hier kommt eine blühende Grazie, wie mir gerade recht. Eine willkommene Gelegenheit, meine zauberhafte Anmut wie ein Diamanten in der Sonne funkeln zu lassen. Und ihr, meine entzückenden Reisenden, seid sicherlich überwältigt vom formidablen Glitzer dieser Stadt. Da bleibt natürlich wenig Zeit, sich aufwendigen Kopfnüsschen zu widmen, hab ich recht? Diese Stimme kommt mir bekannt vor, der charakteristische Kleidungsstil ebenfalls. Sind sie nicht, Oma... still, Kleines. Die zarte Stimme, die euer Ohr ergötzt, gehört der wunderschönen und hellseherischen Mysteriella. Hellseherisch, tatsächlich. Nun, Sie sagen etwas von Rätseln, Verehrteste. Darf man fragen? Aber ja, man darf. Vor euch steht die leibhaftige Rätselkönigin. Diese Welt quillt vor kniffligen, knackigen Denkaufgaben, geradezu über, wenn ich das mal so sagen darf. Und sie kommen mit den unterschiedlichsten Gewändern daher. Mal locker flockig, mal heikel schwierig, mal putzig knuffig. Manchmal kann uns solch ein Rätsel derartig auf die Nerven gehen, dass wir es uns für später aufheben. Und tatsächlich kommt es auch vor, dass wir ein Knobelnüsschen gar gänzlich zu übersehen vermögen. Doch keine Bange, keine Angst. Für solche Fälle ist mein hübsches Persönchen zur Stelle. Ich nehme mir all die vernachlässigten Armrätselchen tröstend zur Brust. Bei mir haben sie es warm und kuschelig. Also wollen Sie damit sagen, dass wir bei Ihnen alles von uns übersehenen und ungelösten Rätsel finden können? Das würde unsere Ermittlung sicherlich ungemein erleichtern. Durchaus, durchaus. Es ist mir eine Freude. Nicht umsonst bin ich Mysterella, die... Die wunderschöne und hellseherische. Kihi, ganz recht, du schlaues Bürschchen. Beehrt mich jederzeit, wenn euch nach fulminanten Knobelspaß verlangt. Ja gut, zwei Rätsel, die müssen wir ja safe machen. Die müssen wir ja hundertprozentig machen. Keine Frage. Kihi, wenn es euch nach Rätseln gelüstet, dann seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Bunte Golferbande. Wollen wir doch mal. Oh, wieder so ein Rätsel, wer was getan hat. 4 Golfer. Herr Schwarz, Herr Weiß, Herr Braun und Herr Blau treffen sich zum Turnier. Ihr Caddy kennt noch keinen von ihnen und spricht mit dreien. Dabei erzählt Herr Braun eine Lüge. Die drei sagen, B ist Herr Schwarz. B sagt, ich bin nicht Herr Blau. C, Herr Weiß, das ist D. Welcher von den Golfspielern ist Herr Blau? Was? Ich hab kurz, mein Hirn war kurz aus. 4 Golfer, Herr Schwarz, Herr Weiß, Herr Braun und Herr Blau, treffen sich zum Turnier. B ist Herr Schwarz. B sagt, ich bin nicht Herr Blau. C sagt, Herr Weiß, das ist D. Dabei erzählt Herr Braun eine Lüge. Puh, als 7TV-Emote. Welches ist das? Hast du da einen Link für? Puh. Meinst du die Schildkröte?
Obwohl ich ihn auch sehr witzig finde. Er sieht auch sehr lustig aus. Oh, es gibt so gute Emotes, ne? Welcher von den Golfspielern ist Herr Blau? Dabei erzählt Herr Braun eine Lüge. Herr Braun erzählt eine Lüge. A sagt, B ist Herr Schwarz. Das würde ja zu passen, also würde ja stimmen. Wenn B dann sagt, ich bin nicht Herr Blau, das ist dann ja beides korrekt. Das heißt, wir wüssten, B ist schwarz. Herr Braun klingt auch tatsächlich so, als würde er nichts anderes als Lügen von sich geben. Ist so. Herr Braun. Was ein Arschloch. Das, wie viel Pikarat bringt das übrigens? 60? 60? Was ist das für ein Rätsel? Aua. Das tut ja weh. In Buchstaben 60. Wenn man die 6 umdreht, dann ist es 90. €60, aber dann bist du auch gut bedient mit dem. Huh. Ich gucke mir den Link an. Ja, das kommt instant in den Channel. Ist das ein geiles Emote? Ich werde komplett behämmert. Wie geil sieht er denn aus? Der ist... Der ist absolut stark. Den mag ich sehr gerne. Oh, irgendwie habe ich es übrigens geschafft, dass mein Kabel sich hier gerade so ein bisschen entfremdet hat. Da ist es zurück. Traum. Schönes Emote. Sehr schönes Emote. 7TV auch immer noch so schlau. Ich hab mich, am Anfang habe ich mich ein bisschen gegen 7TV gewehrt, weil das, so, das wollte so das Coole von der neuen Schule sein. Und Better Twitch TV und FrankaFaceZ waren schon so die OGs. Aber 7TV hat sich gut durchgesetzt. Definitiv. So viele Slots, wie man da hat, umsonst auch einfach. Ich bin da trotzdem Sub, weil diese ganzen Namensveränderungen und so sehen schon ganz schick aus. Aber das, was die alles umsonst machen, ist irre. Das ist cool. Ich mag 7TV. Und es geht echt flott, wie man Emotes hinzufügt. Also man packt ein Emote dazu und es ist instant verfügbar. Das ist auch sehr verrückt. Also, es gibt 4 Golfer. Herr Schwarz, Herr Weiß, Herr Braun, Herr Blau. Der Typ spricht mit dreien. Und Herr Braun erzählt eine Lüge. Wenn B jetzt lügen würde, dann wäre er ja Herr Blau und A würde dann aber ja auch lügen und würde ja sagen, er ist Herr Schwarz, was ja nicht stimmt. Das heißt, ich glaube, B erzählt die Wahrheit. Das versuche ich gerade hier raus mitzunehmen. Ich glaube, B erzählt die Wahrheit und ist es nicht. Jetzt ist die Frage, wer von denen ist braun und erzählt die Lüge? Herr Weiß... Das ist D. Wenn C jetzt Herr Braun ist und die Lüge erzählt, dann wäre Herr Weiß nicht D. Sondern zum Beispiel A. A könnte dann Herr Weiß sein. Man weiß halt nichts über A, ne? Wie genau stellt man hier jetzt die Dinge gegeneinander, dass man darauf kommt, wer wer ist?
die 3 sagen, B ist Herr Schwarz, dann hätten wir hier schon mal, das ist Herr Schwarz. Aber der könnte auch lügen und dann wäre das zum Beispiel braun. Aber wenn er braun wäre, würde er lügen. Das kann nicht sein. Er kann nicht braun sein. Und weil A nicht lügt... Doch, A kann ja lügen. B ist Herr Schwarz. Dann ist er nicht Herr Schwarz. Sondern zum Beispiel Herr Weiß. Aber das kann ja nicht sein, weil dann müsste ja C auch lügen. Eigentlich kann nur C lügen. Wenn C lügt, wäre er Herr Braun. Dann könnte er schwarz sein, er weiß. Herr Weiß, das ist D. Stimmt nicht, es ist nämlich A. A sagt die Wahrheit, dass B Herr Schwarz ist. B sagt die Wahrheit, dass er nicht Herr Blau ist. Und C lügt, wer Herr Weiß ist, ist dadurch Herr Braun. Und D ist dann Herr Blau. Das ist zu einfach gedacht, das wird nicht richtig sein. Ich weiß ja nicht, aber... Nee. Oh, war das richtig? Wie bitte? Du bist ein Ass? Der flunkernde Herr Braun ist niemals anderes als C! Und da seine Aussage falsch ist, kann Herr Blau nur D sein. Ah! Irre! Was? Boah, wie krass. Das hätte selbst ich nicht eleganter bewerkstelligen können. Die Blütenschürze. Her damit. Oh nein, nicht so eine Knickkacke. Nee. Alter. Plötzlich schreit hier irgendwer auf dem Flur. Hilfe. Kannst du dieses Rätsel lösen? Meine geliebte Schürze habe ich hier auf 3 Arten zusammengelegt. Ihr Blumenmuster erscheint dadurch immer unterschiedlich, siehst du? Sag mir nun, wie das Muster aussieht, wenn die Schürze aufgefaltet ist. Ermittle anhand der gefalteten Muster das ursprüngliche, indem du die aufgefaltete Schürze mit Blümchen versiehst. Das Rätsel wird mich brechen. Auf der Seite, wo keine Dinger sind, guckt euch mal B an. Bei B sieht man, dass es so rumgefaltet ist, dass man quasi die untere Hälfte sieht und dadurch erhält man eigentlich die meisten Infos. Weil oben gucken dann die Dinger, rückwärts sieht man die Rückseite davon an und man sieht 3 an der Seite und einer hier oben. Jetzt ist aber die wichtige Frage. Wie zur Hölle soll A funktionieren? Ich habe zu wenig Blumen. Ich werde verarscht. Ich hätte jetzt ja nur noch eine Blume. Aber wenn wir davon die Rückseite sehen, dann müssen die Blumen so sein. Da ist der linke Henkel. Ich gebe das ab. Ich weiß ja nicht, aber... Oh, war das richtig?
So ist es recht. Genauso sieht das Muster aus. Man muss einfach bei den gefalteten Exemplaren auf die Ausrichtung der Schürzenbänder achten. Ach, ich liebe diese willkürliche Anordnung der rosa Blümchen. Nein, die macht mich verrückt. Obwohl, wenn man so guckt, sieht es aus wie ein Smiley. Das ist süß. Das hätte selbst ich nicht eleganter bewerkstelligen können. Schön. Das lief doch tutti, oder? Guten Morgen, Herr Professor. Ich hoffe, Sie haben wohl geruht. Vorzüglich, vielen Dank. Unser Zimmer ist außerordentlich angenehm. Das freut mich zu hören. Wir sind stolz drauf, zu den besten Hotels der Stadt zu gehören. Unaufhörlich streben wir nach Perfektion und ich hoffe, dass wir diese eines Tages erreichen werden. Ich nehme an, dass die Konkurrenz bei der enormen Anzahl an Hotels in der Stadt recht stark ist, oder? Gewiss, gewiss. Doch im Hotel Bedouin streben wir nicht nach finanziellem Erfolg. Profit ist nicht unser höchstes Gebot. Das Wohlergehen unserer Gäste ist unser größter Lohn. Ganz abseits jedes schönen Kommerzdenkens. Ihre Zufriedenheit liegt uns sehr am Herzen. Zögern Sie daher bitte nicht, uns jeden Wunsch sofort mitzuteilen. Haben Sie herzlichen Dank. Wir werden daran denken. Jawohl. Aber jetzt werden wir uns erstmal verziehen. Die Straßen sind zwar immer noch voller Leute, aber im Vergleich zu gestern ist es doch ziemlich ruhig. Die Karnevalsbesucher sind sicherlich ganz erschöpft von den gestrigen Geschehnissen. Denken Sie, dass es heute Abend trotzdem wieder eine Parade geben wird, Professor? Soviel ich weiß, findet jeden Abend eine Parade statt, aber bitte vergiss nicht, dass wir nicht zu unserem Vergnügen hier sind. Wir sollten uns etwas umhören und herausfinden, was genau sich gestern zugetragen hat. Dasselbe kam mir auch in den Sinn, Emmy. Befragen wir doch die Leute, die uns auf dem Weg zur Villa Lidor begegnen, hm? Professor, schauen Sie! Das ist das kleine Mädchen, das sich verlaufen hatte. Sie weint ja schon wieder. Warum heulst du? Sag mal, Janik, was machst du da eigentlich? Und andererseits, was zur Hölle will das Rätsel jetzt eigentlich genau? Was? Warum klappt es nicht? Ich hab doch nur ganz kurz mit dem Clown sprechen wollen und dann war Mama einfach weg. Ich sag's euch doch. Deswegen habe ich Angst vor Clowns. Das ist der Grund. Wegen der Scheiße. Blöde Clowns. Clowns machen mich kirre. Das ist mein Hase. Das ist einfach Bonnie. Ich wollte übrigens mal gucken. Obwohl, ne, die ist hier ein bisschen breiter. Alles gut. Der Clown hat deine Mama gegessen, meine Kleine. Hast du schon mal den Film It gesehen? Wo ist sie nur hin? Du hast deine Mama schon wieder verloren. Professor? Eigentlich sollten wir uns unseren Nachforschungen widmen, doch der jungen Dame muss geholfen werden. Ich wusste, dass sie das sagen würden. Dann los, lassen Sie uns die Mutter der Kleinen finden. Wo hast du deine Mama denn das letzte Mal gesehen, junges Fräulein? Ich denke, es war ganz in der Nähe von dem großen Zelt, da wo das Wasser rauscht und plätschert. Aha, sie meint den Celebration Boulevard. Suchen wir da nach ihrer Mutter. Der Celebration Boulevard. Ach so. Wer ist diese Oma hier? Die sieht ja absolut fancy aus. Hallo, kenne ich Sie etwa? Gloria? Hatte ich es mir doch gedacht, dass Sie es sind. Oh, aber natürlich, der kleine Hörschel. Lang ist es her, dass ich dich das letzte Mal gesehen habe. Damals hattest du aber mehr Haare auf dem Kopf und warst doch nicht so fein geschniegelt und gebügelt. Sie kennen die Dame, Professor? Das ist meine erste Freundin. Ja, schon seit vielen Jahren. Emmy, das ist Gloria aus Stansbury. Gloria, dies ist Emmy. Was ist der Grund Ihres Aufenthalts in Montour? Machen Sie hier Urlaub? Aber nicht doch. Ich wohne in Montour. Und zwar schon seit ungefähr 5 Jahren. In Stansbury wohnt kaum noch jemand, Herschel. Mittlerweile ist es ein sehr trauriger und verlassener Ort geworden. Aber schau sich das mal einer an. Der kleine Herschel mit seiner entzückenden Frau und zwei süßen Kindern. Welch schicke Familie. Ein bisschen nehme ich es dir ja übel, dass du dein liebstes Tantchen nicht zur Hochzeit eingeladen hast. Yes. Are you going to finish that croissant? Croissant? Lena! Danke, Lena! Danke für 29 Monate. Danke, danke für deinen Support. Kuss, kuss, kuss. Thank you. Ich kann sie beruhigen, Gloria. Es handelt sich um ein Missverständnis. Emmy ist meine Assistentin und Luke, der junge Mann hier, ist der Sohn eines guten Freundes von mir. Emmy Altar war sehr erfreut. Unsere kleine Begleiterin hat ihre Mami verloren und will helfen bei der Suche. Wie schön, Herschel, Schatz. Aber weißt du, über gelegentliche Besucher hätte ich mich sehr gefreut. Früher, meine ich. Ich hätte nie gedacht, dass ich das nochmal sagen würde, aber ich vermisse unser gutes altes Stansbury doch ein wenig.
Zwar bringt das Leben in Mondor viele Vorteile mit sich, aber seit kurzem regiert hier die Angst. Ein weiß befrackter Flegel, der sich maskierter Gentleman oder so ähnlich schimpft, treibt hier sein Unwesen. Ihr habt bestimmt von ihm gehört, oder? Er ist wirklich in aller Munde. Und noch nicht mal von den Touristen macht er Halt. Tja, ja, heutzutage muss man einfach auf alles gefasst sein. Ich weiß ja nicht, wie weit es mit der Welt noch gekommen ist. Bitte passt auf euch auf, Herschel. Das werden wir. Nun, ich muss mich wirklich entschuldigen, wir sind leider in Eile. Jawohl. Alter, nerv nicht. Gigantisch. Hier sind aber viele Leute unterwegs. Da wollte ich nicht hin. Hallo. Nein. Wer ist er? Weg da, aus dem Weg. Wisst ihr denn nicht, wen ihr vor euch habt? Ich bin Waltham von Waltham & Waltham. Waltham von Waltham. Moment, wie viele waren das denn jetzt? Mindestens drei. Walthams kann man nie zu viel haben. Und was führt ihr hier so im Schilde, ihr zwei Streuner? Duck Dimmadome, Dimmadome, Duck of the Dimmadome, Dimmadome, Dimmadale, Dim 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 Snowdale. Wir suchen nach meiner Mami. Hast du sie gesehen, Waltham von Waltham? Dafür müsste ich sie erstmal kennen, deine Mami. Spitze, gleich zwei entlaufene Kinder, das kann ja heiter werden. Nein, nein, ich habe mich gar nicht verlaufen. Ich bin nur Bonnies Eskorte. Du bist ihr was? Oho, sehr löblich, mein Kleiner. Also ich habe da eine Frau zum Celebration Boulevard laufen sehen. Deine Mama kenne ich ganz gut. Komm mal vorbei auf der Reeperbahn, wenn du 18 Jahre alt bist. Weiße Capris, schulterlange Dauerwellen. Sie hat ganz klar nach irgendwem gesucht. Vielleicht nach dir, Bonnie. Ah, ja, das muss sie sein. Vielen Dank, der Herr. Dankeschön, Waltham von Waltham und Waltham auch. Danke, ich werde sie mal ausrichten. Viel Glück euch beiden noch. Was ein geiler Typ. Und wer ist er? Frau Ledor ist eine Wucht, oder? Und man munkelt sogar, sie und ihr Mann hätten sich auseinandergelebt. Vielleicht ist das die Chance für den alten Frankie, was? Sprechen Sie über Angela? Werd nicht frech, du kleiner Hanswurst. Führ dich noch einmal Frau Ledor, klar? Wer gibt dir das Recht, diesen auf die Erde gefallenen Engel beim Vornamen zu nennen, ne? Moment, wie? Die Ledors haben sich auseinandergelebt, aber wieso das? Pah, ist doch klar wie Kloßbrühe. Der feine Herr Ledor ist die ganze Zeit unterwegs. Und was er so genau treibt, weiß niemand. Was meinen Sie denn damit? Na, das ganze Tohubabohu in letzter Zeit. Und als Stadtgründer hat man sich ja auch allerhand Pflichten zu erfüllen. Sieh mal einer an, war damals wohl den vollen Durchblick, ja? Vorlaute Mädchen kenne ich gar nicht leiden, damit du es weißt. Meine Traumfrau muss Köpfchen haben, genau wie ich. Und Rätsel muss sie lösen können, genau wie dieses hier. Was eine Überleitung. Okay. Duell der Elemente. A und B haben ein Kartenspiel über 10 Runden gegeneinander gespielt. Die Regeln sind einfach. Beide ziehen eine Karte. Feuer schlägt Holz, Holz schlägt Wasser und Wasser schlägt Feuer. Insgesamt zog A 3-mal Feuer, 5-mal Holz und 2-mal Wasser. B zog 2-mal Feuer, 5-mal Holz und 3-mal Wasser. Ein Unentschieden kam nie vor. Wer hat gewonnen? Liz, hallo. Über 10 Runden gegeneinander gespielt. Die Regeln sind einfach. Beide ziehen eine Karte. Aber woher weiß man denn, wann er welche Karte zieht? Aber wenn ich jetzt weiß, dass A Feuer zieht, kann es ja sein, dass B Wasser zieht. So würden die, wenn man dreimal Feuer hat und dreimal Wasser, würden die sich beide rausziehen. Dann hätten wir noch 2-mal Feuer und 2-mal Wasser und 5-mal Holz und 5-mal Holz. Die ziehen ja beide genau das gleiche.
Bis auf, dass A einmal Feuermeer hat und B einmal Wassermeer. Beide ziehen eine Karte. Feuer, Wasser. Feuer, Wasser, Feuer, Wasser. Dann wäre es 3 Punkte für B. Dann hätten wir Holz, Feuer. Holz, Feuer. 5 Punkte für B. Dann hätten wir Holz, Wasser, Holz, Wasser, Holz, Wasser. Drei Punkte für A. Wasser, Feuer, Wasser, Feuer. Zwei Punkte für A. 5 zu... Hä? Wer soll da gewinnen? Wer hat gewonnen? Warte, 10 Runden. Ja, die haben auch 10 Karten gezogen. Also, wir können ja... Fangen wir mal einmal ganz kurz an, aufzuschreiben. Ich tausche mal einmal die Bildschirme. Wenn dreimal Feuer... Warte, A zieht dreimal Feuer, dreimal Wasser, dann hätten wir hier dreimal gewonnen. Dann haben wir hier fünfmal Holz und hier zweimal Feuer. Dann hätten wir zweimal hier gewonnen, aber noch drei Holz übrig. Und Holz gegen Holz kann man nicht spielen. B hat zweimal Feuer. Drei Wasser. Zwei Feuer, fünf Holz. Davon bleiben drei übrig. Und da der hier dreimal Feuer hat, hat er hier nochmal drei bekommen. Dann haben wir hier zwei Holz noch übrig und hier drei Holz, die irgendwie nicht mehr weiter voneinander miteinander verwurstet werden können. Außer wenn man das Wasser und das Feuer irgendwie anders aufteilt, weil du ja das Holz auch nehmen kannst für die Dinger. Ich glaube, A hat gewonnen. Es ist ein 50-50. Ich verstehe das nicht ganz. Ich wusste es. Das war mir zu 100% sicher. Deswegen habe ich auch A angeklickt, weil ich wusste, dass A gewonnen hat. Zu 100%. Ja. A zog 5-mal Holz und hat dabei 3-mal gewonnen und 2-mal verloren. Auch als B Holz zog, gewann A 3-mal und verlor 2-mal. Die meisten Siege gingen also an A. Sag ich ja. Sag ich doch, ich bin schlau. Ha, wusste ich's doch. Moment mal, du hast es geknackt, aber ich hab Wochen dafür gebraucht. Tja, würden sie ihre Zeit nicht damit vertun, fremde Leute zu beleidigen, hätten sie es vielleicht eher geschafft. Hahaha, große Klappe und trotzdem helles Köpfchen, dass ich das noch erleben darf, Respekt. Ich habe dich falsch eingeschätzt, Kleiner, aber so toll wie Frau Ledor wirst du in 100 Jahren nicht sein. Bisschen gemein, aber okay.
Das Museum ist geschlossen. Die Ermittlungen dort sind bestimmt noch in vollem Gange. Mami war ganz enttäuscht, dass wir die schönen Bilder im Museum nicht anschauen konnten. Ich glaube nicht, dass es bis zur Wiedereröffnung noch lange hin ist. Vielleicht ist es ja morgen offen? Oder übermorgen? Das hängt ganz vom polizeilichen Ermittlungsstand ab. Versuchen wir es später noch einmal. Wen haben wir hier? Oh Gott. Der vermaskierte Flegelbold ist in aller Munde. Habt ihr gesehen, zu was er imstande ist? Einfach impro-schreiblich. Ich hoffe, ich begegne ihm mal selbst. Immerhin bin ich meterweit gelaufen, um ihn zu Blick spähen, wisst ihr? Ihr wollt ihn bestlich ja auch treffen, oder? Es ist Fabelmoos. Schaut nur, für ihn habe ich dieses Rätsel vorbetüftelt. Dieser Drei-Smiley. Flunkerkränzchen. Die Freundinnen A, B und C haben jeweils eines von drei unterschiedlich großen Stücken Sahnetorte verzehrt. C hatte das mittlere, B das große. A aß das große, ich das mittlere. Bei beiden Aussagen ist jeweils eine Hälfte wahr und eine gelogen. Kannst du ermitteln, wer welches Stück verputzt hat? Gehen wir mal davon aus, dass... Gehen wir mal in die Ansicht. Gehen wir mal davon aus, dass die erste Hälfte richtig ist bei A. Dann wäre es so, dass C das mittlere hat. Und B hat das kleine. Bei B könnten wir jetzt sagen, dass A, das große A, und die mittlere Hälfte, ich das mittlere, ist gelogen. So hat A recht und erzählt die Hälfte der Wahrheit, indem sie sagt, C hatte das mittlere, B das große ist gelogen, B sagt, A ist das große, ist richtig, ich das mittlere ist gelogen. War das so simpel? Dann wollen wir mal. Ich habe einen Run heute. Haben Sie gesehen, Professor? Gibt's ja gar nicht. Bravourös. B hat das kleine Tortenstück verdrückt, während C das mittlere und A das große gegessen hat. Bei A könnte man sich ja fast denken, dass ihr die Sache schlicht peinlich ist. Doch wieso nur sollte B denn flunkern? Weil B einfach ein Arschloch ist? Wunderhaft, wie habt ihr denn das vollschafft? Seid ihr Genies oder so? Moment, du willst den maskierten Gentleman treffen? Hast du denn nicht nach dem gestrigen Vorfall keine Angst? Wieso sollte ich? Ich hätte selbst gern so eine massiv gesteinerte Statue. Dafür könnte er mich noch so oft erschrecken, bis ich ganz zu Stalaktium erstarrt bin. Ich garantiere euch, wo immer sich ein Wunder abspielt, bin ich die Erste, die Teil beinehmen muss. Du weißt aber schon, dass seine Vorführungen nicht ungefährlich sind. Man sollte sich in Acht nehmen. Hallo Jenapok. Freut mich, dass dir das gefällt. Oh ja, aber natürlich ständig. Der vermummelte Mann von Welt ist ein ganz diablöser. Aber das ist ja gerade so reizerregend. Sirena, den maskierten Gentleman zu treffen, ist fast genauso reizregend, wie sein Geld im Casino zu verspielen. Wie? Hast du den rasierten Gernekan dort etwa geblickt? Na, dann weiß ich ja, wo ich heute Abend hingehe. Ich komme nicht mehr ganz mit. Diana ist in der Bahn. Das ist doch schön. Und wir haben wieder etwas Neues für den Laden. Ich finde, der Roboter ist auch ganz cool, aber ich finde, der Laden, das ist richtig, richtig geil. Ich mag den Laden richtig gerne. Hier findet der Abenteurer alles für den nächsten Wanderurlaub. Kompass, Laterne und eine Auswahl an Kameras. Hier ist unser neues Sortiment. Okay. Falls ihr das hier nicht kennt, man muss den Kunden immer weiter lenken. Entweder mit dem gleichen Ding oder mit der gleichen Farbe. Und man darf nicht an einer Stelle zwei gleiche Dinge haben, weil der Kunde sonst überfordert wäre. Und das ist unser Ziel, quasi. Wir hatten das Blaue zum Beispiel. Ja, das kann ja schon mal nicht funktionieren. Was ist, wenn wir den erstmal da oben hinlenken? Dann hier unten hinlenken. Rüberlenken, rüberlenken, hoch. Der Kunde kauft zuerst den Kompass, sieht dann, oh, noch ein Kompass, aber in Rot, nimmt er mit. Dann sieht er, oh, Rot, nehme ich mit. Dann sieht er, oh, noch eine Lampe, nehme ich mit.
Dann sieht er, oh, blau, nimmt er mit. Und dann sieht er, oh, noch eine Kamera, nehme ich mit. Das sieht richtig aus. Kundschaft. Tag auch, ich suche einen Antikompass. Habt ihr so einen? Oh, da ist ja einer, her damit. Momentchen. Hey, da ist ja noch ein Kompass. Was soll das denn sein? Ein Wirbelkompass. Toll, gekauft. Momentchen. Ist da noch etwas Rotes im Angebot? Feuersbrunst, klingt spannend, nehme ich mit. Momentchen. Diese Laterne ist aber auch nicht übel. Ein Blaulicht, das ist ja ein Ding, will ich. Momentchen. Sekunde, was ist denn das andere blaue Ding da? Nicht schlecht, Herr Specht, eine Ozeankamera gekauft. Momentchen. Spitzenmäßig die Kamera da. Luxusmodell, wie? Taugt das was? Los in die Tüte damit. Grummel, jetzt bin ich richtig blank, so ein Mist. Ich wollte doch nur einen Kompass. Wie konnte ich das denn nur geschehen? Der Kram ist ja auch doof, bin doch mal weg. Momentchen. Momentchen. Sehr schön. Das haben wir geschafft. Traumhaft. Ja, und der Roboter, da bin ich mir echt nicht so sicher, wie cool ich den finde, muss ich zugeben. Eine riesige Arena, in der Kämpfer ihre Kräfte messen. So, was wollt ihr hierbei jetzt sehen, ist die Frage. Wollt ihr... Ihr wollt am ehesten doch, glaube ich, oben sehen, ne? Ja. Würde Sinn ergeben. Ich überlege gerade, wie ich am ehesten laufen möchte. So auf jeden Fall nicht. Der echte Yannick sitzt in Elden Ring fest und dieser Yannick ist einfach der Eldenfürst. So ist es. Ach stimmt, wenn man darauf steht, dann wird man nach oben gefahren, ne? Und so stirbt man. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt vorführen. Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir so hier durch sollen. Das bezweifle ich irgendwie. Landen. Nee. Das bringt uns ja auch nicht wirklich weiter, oder? Ich muss den Schlüssel von der Seite haben. Sind die Rätsel genauso schwer wie der Cronjob, den ich gerade eingerichtet habe? Boah, hör mir auf mit Cronjobs. Ich habe schon so schlimme Mailer und Updates einrichten müssen über Cronjobs. Ich möchte da nicht mehr drüber nachdenken. Es löst ein Trauma aus. Guck mal, so können wir jetzt den hier kaputt machen. Okay, wir sind ganz nah an des Rätsels Lösung. Müssen jetzt nur noch gucken, wie wir da so gegenlaufen können, wie wir da hinwollen.
nicht so. Wie komme ich da denn so in die Luke? Ich muss auf diesen blauen Teil da oben landen. Ein weiter links müsste ich hin. Jetzt müsste ich einen weiter rechts hin. Ja, pack das gerne in den Channel, Casp. Sehr gerne. Will ich wirklich den linken kaputt machen? Ist auch bald mal wieder dran. Jawoll. Ey, ich muss auch wieder, ohne Spaß. Schon wieder so lange her. Ich brauche was Neues. I need something new. Ich war echt schon sehr lange nicht mehr beim Tätowierer. Letztes Mal im Oktober. Nee. Ich weiß nicht mehr, weil ich das letzte Mal da war. Es ist Zeit für deine Knie, mein Junge. Oh, das stimmt. Das stimmt sehr. Und es gibt so geile Knie-Tattoos. Boah, ich hätte so Bock drauf eigentlich. Ich finde auch immer noch, am Knie sieht es richtig geil aus, wenn man irgendwie so Rosen oder so macht. So richtig große Blumen auf das Knie. Die sehen meistens richtig schick aus. Mach dein Gesicht aufs Knie. Ich bekomme zu meinem Birthday im August von meiner Mom 200 €-Gutschein und dort werde ich dann auch mein erstes bekommen. Oh, wie cool. Sehr schön. Während des Umzugs ist immer noch ein bisschen Zeit für Bren. Hör mal, so soll's sein. Danke sehr, Kirkwall Champion. Ich wünsche dir das Allerbeste für deinen Umzug. Danke sehr für 16 Monate. Danke sehr. Schön, dass du hier bist. Ich gucke in den Tattoo-Channel. Ah! Wie süß! Sehr, sehr süß. I like. Maya postet wieder absolut geiles Essen in den Foodporn-Channel. Stinksauer. Warum macht ihr euch immer so geile Sachen zu Abendessen? Was soll das? Meins sieht immer aus wie, weiß ich nicht, aus der Kanalisation gefischt. Mit Glück. Bei dir gibt's heute Tortilla.
Tortilla. Ne, der würde mich da töten. Bei uns gibt's morgen Wodka. Oh, ich glaube, wir machen morgen wieder belegte Pizza. Also so selbst belegen. Ist eigentlich immer super geil. Wenn man irgendwie trinkt. Kann man einfach richtig schön reinfooden nebenbei. Ich bin tot. Ja, mit dem Rätsel komme ich gerade nicht so wirklich voran. Das ist schwierig. Ich weiß auch gar nicht, ob Diana gleich einkaufen will. Ich hoffe nicht. Weil da muss ich den Stream gleich panisch ausmachen. Röstis mit Hähnchenstücken in der Käsesoße. Das sagst du nur, damit du problemlos Rage quitten kannst. Nein. Ich möchte bestimmt auch nicht nach diesem Stream Elden Ring spielen. Nein. Mit Sicherheit nicht. Könnt ihr bitte nicht bei Steam gucken oder bei Discord, was ich gleich spielen werde nach dem Stream? Bitte nicht. Einkauf ist eingeräumt. Pizza ist im Ofen. Ich bin da. Hallo. Moini. Moini. Ich hab dich im Blick. Hör auf. Don't look at me. Please. Ah, Professor Layton macht immer noch sehr Bock. Ich glaube aber, ich befürchte es wirklich, dass Diana jetzt gleich einkaufen möchte. Janik, fick dich. Was kommst du denn auch erst so spät dazu? Ach so, wegen dem Elden Ring spielen. Okay. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Vor wem? Warum? Warum sollte ich? Freunde, wir haben heute eine Handvoll Rätsel gespielt. Das waren nicht viele, aber ein paar. Vielleicht finden wir noch ein Rätsel. Komm, ich würde sehr gerne noch ein Rätsel finden. Ein Rätsel würde ich gerne noch machen. Komm. Ein Rätsel noch. Na, Professor Layton, so trifft man sich wieder. Wie ist das Wertebefinden? Guten Tag, Herr Modaunt. Befinden Sie sich auf einem Ihrer Botengänge? So ähnlich, so ähnlich. Ich habe gerade den Tatort des gestrigen Vorfalls inspiziert. Aber um ehrlich zu sein, bin ich auf rein gar nichts gestoßen. Leider fehlt mir jegliches kriminalistische Gespür. Oder war das alles doch Magie? Wer weiß? Vollkommen auszuschließen ist das nicht, aber wahrscheinlich haben wir es mit einer ausgefeilten List zu tun. Scheint so, scheint so. Ganz nebenbei, ich sehe, Ihre Gruppe hat über Nacht Verstärkung bekommen. Ja, das ist... Ich bin Bonnie. Ich bin verloren gegangen. Nein, Mami ist weg. Wir sind auf der Suche nach ihr. Ich bin verloren gegangen. Ihnen ist nicht zufällig eine rothaarige Dame in Lila begegnet? Witzig, dass Sie fragen. Genau so eine Frau habe ich gerade auf dem Celebration Boulevard gesehen. Sie war ebenfalls auf der Suche, aber nach einem Kind. Das kann kein Zufall sein, oder? Nein. Danke, Mann mit Knubbelnhaaren. Siehst du, du bist doch auch also doch ein Detektiv. Oh, mein erster gelöster Fall. Nun, ich hoffe, ihr findet deine Mama bald. Bis dann. Knubbelhaaren. Stark. Und nicht wieder die, die macht mir ein bisschen Angst. Hallöchen, ist es nicht ein toller Tag heute? So ruhig im Vergleich zu gestern und die Besucher kommen wieder in Scharen. Alles scheint wieder seinen gewohnten Gang zu gehen. Erstaunlich, wie schnell sich die Leute an neue Gegebenheiten anpassen. Ach, es ist doch immer das Gleiche. Der maskierte Kollege mischt alle gründlich auf und am nächsten Tag ist alles schon wieder vergessen. Trotzdem sorge ich mich. Was, wenn etwas wirklich Schreckliches passiert und nichts mehr wie üblich läuft? Bevor es dazu kommt, wollen wir den maskierten Gentleman bereits gefasst haben. Naja, ich will auch nicht dauernd nur schwarz malen. Wie wäre es mit einem Rätsel, um die Stimmung zu heben? Wer seid denn ihr? Besonders der Kaiserpinguin da hinten. Der Große. 6 Pinguine stehen auf einer Scholle. 5 kleine und ihr stattlicher Kaiser. Bewegen können sich alle horizontal oder vertikal. Anhalten können sie allerdings erst, wenn sie auf einen ihrer Artgenossen treffen. Ansonsten führt sie die fröhliche Rutschpartie direkt ins kalte Wasser. Hilft dem stattlichen Kaiserpinguin an seinen rechtmäßigen Platz in der Mitte der Eisplatte zu gelangen. Discord? Was ist im Discord passiert?
New Profilbild just dropped. Ja, wirklich. So, wo bewege ich den denn? Berühre den Pinguin. Achtung, wenn kein anderer Pinguin im Weg steht, fällt er ins Meer. So, ich muss Diana gleich auf jeden Fall abholen. Sie ist in 5 Minuten am Bahnhof. Heilige Scheiße. Macht's mir auch nicht leicht. Ach, ich kann auch die bewegen. Ach du Scheiße. Ja, fuck me, Alter. Warum kann ich denn alle Pinguine bewegen? Da haben kurz alle, ohne Witz, alle 2 Gehirnzellen, die ich habe, haben gerade alles gegeben. Das war gerade wie ein Stromschock im Kopf. Rätsel ohne Lösung. Oh Gott, ich sollte öfter Zeitdruck haben. Rutschtastisch! Ist es dir gelungen, den Kaiser zu seinem Thron in der Mitte der Eisplatte zu führen, ohne einen einzigen seiner Lakaien an das Eiswasser zu verlieren? Ja! Diese knifflige Aufgabe lässt sich in nur 5 Zügen lösen. Habe ich auch gemacht! Ich versuche ja immer positiv zu denken, aber manchmal ist es echt nicht leicht. Ach übrigens, mir kam zu Ohren, dass die großen Tiere der Stadt schon den Tatort begutachtet haben. War Henry Ledor ebenfalls dort? Ja, ich glaube schon. Alle haben auf heile Welt gemacht, aber für mich sah das ziemlich gespielt aus. Und dann sind auf einmal alle aufeinander los und wollten sich gegenseitig die Schuld zuschieben. Oh, sind die Stadtverantwortlichen etwa nicht gut aufeinander zu sprechen? So könnte man es auch sagen. Egal, ich will nur, dass sie den Kerl schnappen und der Spuk bald ein Ende hat. Verständlich. So, wir speichern erstmal. Heute wieder ein kleiner Einblick in Professor Layton. Es geht auf jeden Fall jetzt bald weiter. Es hat sehr viel Spaß gemacht wieder heute. Das war sehr cool. Spaßig. Nun gut, Freunde. Ich muss meine Freundin abholen von der Dingsbums. Vom Bahnhof.